Hallo und herzlich willkommen zurück zu Das schwarze Auge Satin aufs Ketten. Ich habe gerade einen Bonschen im Mund, Entschuldigung. Also so einen weichen, ne? Deswegen musste ich jetzt mal eben lachen. Weil ich dachte, ich würde ihn schneller runterkriegen. Entschuldigung. Okay, egal. Wir gucken uns jetzt hier um. Die halten mich nur auf. Wer ist das? Irgendwelche Fantasiefiguren, was weiß ich. Vielleicht helfen sie uns. Der Mittlere sieht aus wie der Koboldkönig. Die halten mich nur auf. Okay. Er ist hohl. Ich fühle mich ja gerade so leicht gestresst von der Musik. Die Tür bleibt zu. Ja, besser ist das. Ja, oder ich weiß nicht. Mit bloßen Händen fasse ich dieses Zeug nicht an. Ja. Hoffentlich hält das Pulver, was es verspricht. Schauen wir mal. Was wollen wir denn bauen? Bombe? Also ich habe keine Ahnung, wie man eine Bombe baut, aber... Oder so eine Feuerkugel? Was hast du denn jetzt gemacht? Eine Leiter? Auch? Sie will uns in die Irre leiten. Sie muss uns sagen, wo sie sind. Bitte. Ich kann euch nichts mehr sagen. Dann können wir sie nicht unversehrt lassen. Verschwindet endlich! Die Zeit verrinnt so schnell in dieser Welt. Das Leben kürzt sich ab. Sie sind hier und wir finden sie. Nein, nein, hier war niemand. Sie lügt. Bedauerlich. Wer Lügen spricht, soll schweigen. Bitte glaubt mir doch. Hier ist niemand außer mir. Doch, sie sind hier. Ich nehme mal an, wir sollen das Ding ins Feuer werfen oder so. Kopf kann ich das Blendpulver gut ins Feuer werfen. Aber ich muss ihn versiegeln, sonst fällt es raus. Ah, nicht dein Ernst. Ah, wie soll ich denn das jetzt versiegeln? Okay, nochmal runter. Warte mal, ich hab nur das Messer. Versiegeln. Versiegeln, ich das denn jetzt, verdammt. Lore. Haha. Stress. Lore, sag mal. Wir müssen Easy dahin. Ja. Bleib du bei der Tür. Wie hilfreich. Wieso hab ich jetzt seine Kraft? Seine Kraft wird mir ja wohl kaum was nützen. Dann würde ich das ja eher kaputt machen. Oder ich weiß nicht, mit ihrer? Keine Zeit für Experimente. Ja, ja, ist ja gut. Hast du eine Idee? Der bleibt besser bei mir. Ah, okay. Keine Ahnung. Riegel. Kann ich die Riegel nehmen? Die Tür bleibt zu. Okay, Tür bleibt zu. Will er nicht. Die halten mich nur auf. Nicht findest du ja aber hier etwas, womit du das versiegeln kannst. Weiß zwar nicht was, aber könnte doch sein. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht womit. Das haben wir ja schon hier. Mit bloßen Händen? Ja. Das geht so nicht. Nein, geht das auch nicht. Ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht, wie ich das versiegeln soll. Mit ihrer Kraft geht nicht, mit seiner Kraft ist blödsinnig. Wer baut auch Puppen? Was? Wer baut auch Puppen aus Ton? Ja, das weiß ich nicht. Riegel. Wenn ich jetzt rausgehe, entdecken sie uns. Du sollst ja gar nicht rausgehen. Ich hab nichts vom Rausgehen gesagt. Ah, warum kann ich die denn hier überhaupt... Warum ist hier eine Interaktion, wenn ich damit nichts anfangen kann? Vielleicht hält der Mittlere sieht aus wie der Koboldkönig. Die halten mich nur... Ja, oder ist hier irgendetwas? So,
Sowas hasse ich ja, ne? So Interaktionsmöglichkeiten, die dir kein Stück weiterhelfen. Und das ist dann so irritierend. Lappen. Ich könnte die Halsöffnung mit dem Lappen zustopfen. Jetzt rieselt nichts mehr raus. Okay. Mach schnell! Sie verschwendet Zeit. Sie sind hier. Und wir finden sie. Nein. Nein! Sie haben sie einfach getötet. Was? Die Kreatur kommt zum Kutschbock. Ich muss uns hier wegbringen. Was ist mit Isida? Es geht ihr gut. Sie ist geflohen. Aber... Warum? Ihr Schrei. Die Kreaturen haben sie verletzt. Doch dann haben sie von ihr abgelassen. Aber... Und dann ist sie in den Wald gerannt. Nuri, wir müssen hier sofort weg. Die werden uns töten. Ah, Geron! Oh, Mensch, Geron, ernsthaft. Warum hast du denn nicht... Ja gut, wahrscheinlich hätten wir Isida damit auch verletzt. Ich möchte gerne auf das... Nein. Was sind das für Kreaturen? Das weiß ich auch nicht. Wenn ich jetzt rausgehe, entdecken sie uns. Ja, und wie willst du zum Kutschbock kommen? Wenn du abhauen willst. Irgendwie musst du jetzt ja hier raus. Zu weit weg. Ach, ist nicht dein Ernst. Oder wenn wir die ablenken? Fex, steh mir bei. Es hat nicht funktioniert. Nicht dein Ernst. Das hätte funktionieren sollen. Hier. Sei ein einziges Mal nützlich. Okay, sehr gut. Ich schnappe mir ein Holzscheit und brenne euch die Augen aus. Aber erst sehe ich mich nach anderen Möglichkeiten um. Ach, ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Ja... Kein Plan. Was denn für andere Möglichkeiten? So viele Möglichkeiten hast du gar nicht mehr, Geron. Die Tür bleibt zu. Ja, das ist klar. Bleib du bei der Tür. Vorhang. Ah! Die halten mich nur auf. Die halten mich nur auf. Ach Mensch, das ist nicht dein Ernst. Was soll ich denn jetzt machen? Wie komme ich denn jetzt zum... Warum gehst du nicht... Ach so. Mach da doch. Warum reg ich mich eigentlich auf? Auch in Ordnung. Wie soll ich da rankommen? Das weiß ich nicht. Öffne da, bring's irgendwie zum Laufen, damit er hier verschwindet und dann ist gut. So, und jetzt schnell. Warum ist immer alles unerreichbar? Oh, das ist doch nicht dein Ernst jetzt hier, ey. Die ist schon gelöst. Ja. Ich weiß es nicht. Ach, da ist eine Peitsche. Ich beeile mich ja. Eine Peitsche. Ah. Sorry. Ich schaffe das, Nuri. Geron. Ich schaffe das. Oh nein. Cool. War es nicht das Schicksal, das ihn trieb? Der Seher hatte sie aufgespürt. Für den Augenblick waren sie ihm entkommen. Doch seine Kreaturen würden nicht ablassen, sie zu jagen. Wer sollte ihnen jetzt helfen? Wenn die Harfe des Seers erklingt, wird Andergast untergehen, hatte Gwendlin gesagt. Und die Fee ist der Schlüssel. Geron musste mehr über all das herausfinden. Der Feenforscher blieb seine einzige Hoffnung.
Nuri am Leben zu lassen, war richtig gewesen. Davon war er fest überzeugt. Selbst seine dunkelsten Träume offenbarten ihm nicht, welches Leid diese Entscheidung bald über seine Heimat bringen sollte. Aber hätte er wirklich anders entschieden, wenn er es gewusst hätte? Und dir geht es auch wirklich wieder gut? Frag nicht dauernd. Ich bleibe nicht im Wagen. Seit Tagen war ich da drin. Und die bleichen Männer verfolgen uns auch längst nicht mehr. Also schön. Aber über deine Zauberei unterhalten wir uns noch. Schau, ein Mensch. Was tue ich hier nur? Auf der Flucht, ja. Das ist wohl so. Rondra zum Gruße, Herr Ritter. Könnt ihr uns sagen, wo Rondra, wir hier was? Sind? Das ist das Taschgebirge. Tasch. Dann sind die Blutzinnen nicht mehr fern? Für einen fahrenden Ritter nur ein kurzer Abstecher. Für einen Bauernjungen und ein Frauenzimmer ist es noch weit. Ich bin kein Bauer. Mädchen, lass dich in dieser Gegend besser von einem richtigen Mann beschützen. Ach, was denn für ein Mann? Ich bin Bogumil Zornbold, Ritter von Andergast. Zu euren Diensten, schöne Dame. Ich bin Nuri. Das ist mein Freund Geron. Nuri also. Ein ungewöhnlicher Name. Ich finde, das ist ein schöner Name. Was verschlägt denn einen Andergaster Ritter ins Taschgebirge? Im Auftrag des Königs habe ich die Orkstämme in den Blutzinnen im Auge behalten. Ihr seid durch die Blutzinnen gereist? Sicher, doch nun muss ich zurück nach Andergast. Unter den Zolochai ist Unruhe ausgebrochen. Ich muss König Ephadan umgehend davon berichten. Okay. Forsche in den Blutzinnen, Ausrüstung. Seid ihr in den Blutzinnen einem Gelehrten begegnet? An einem roten See? Roter See? Nein, aber wenn er von Süden kam, muss er hier vorbeigekommen sein. Wir brauchen Ausrüstung. Ein Seil, Decken, Proviant, alles, was nützlich ist. Gewöhnlich bekommt man hier sowas bei Gram. Aber der Dickschädel versteckt sich in seinem Haus und macht nicht Mu, nicht Mäh. Diesem Halsabschneider würde ich ohnehin nicht trauen. Hast du gehört, Gram? Du Halsabschneider! Aha. Na dann. Warum versteckt sich dieser Gram denn? Der Ochse will nicht zugeben, dass ich im Recht bin. Im Recht? Im Recht. Er weigert sich, seine Schulden bei mir zu begleichen. Was für Schulden? Er hat mein Pferd auf dem Gewissen, hat ihm verdorbenes Futter gegeben, da ist es elendig verreckt. Ich bin in Eile und allein auf Schusters Rappen komme ich nicht voran. Gauklerwagen verkaufen? Ja. Wollt ihr uns das Gespann nicht abkaufen? Was nutzt mir ein Gauklerwagen? Aber euren Gaul könnt ihr mir vermachen. Was verlangst du dafür? Ich weiß nicht genau. Überlege dir einen guten Preis. Dann sage ich dir meinen. Okay. Wollt ihr uns das Gespann? Was nutzt mir ein... Okay, nein, es... Überlege, dann ja, sage... Ja, ja, wir beenden. Rondra mit euch, Herr Ritter. Und mit dir. Rondra mit euch. Ja, sehr schön. Ich will dir mein Pferdchen gar nicht geben. Gut, wir gucken uns hier erstmal um. Sonderbare Vorrichtung. Mit einem schnöden Glockenseil gibt sich der Hofbesitzer eben nicht zufrieden. Nein, sowas. Hier im Gebirge schreckt so eine Glocke doch meilenweit alle Vögel auf. Ganz bestimmt. Aussichtslos, mein Junge. Zwergenarbeit. Was? Zwergenarbeit? Aha. Na dann. Ich komme nicht ran. Nee, bisschen hoch. Was haben wir hier noch? Hier haben wir den Wagen. Ich möchte mal eben mit Nuri sprechen. Hör mal.
Überfall, Nuris Lichtzauber, Ausrüstung. Was war das für ein Zauber, mit dem du uns gerettet hast? Es war die Macht des Mondlichts. Für die traurigen Feen ist es wie Feuer. Sie brennen darin. Was meinst du mit traurige Feen? Ich habe gespürt, dass sie einst waren wie ich. Und jetzt sind sie traurig? Sicher. Wenn eine Fee alle Zauberkraft verliert, stirbt sie nicht, sondern wird von Dunkelheit verschluckt. Dann ist sie sehr traurig und kann nie wieder lachen. Für mich waren das gemeine Unholde, die Isida auf dem Gewissen haben. Sie sind trotzdem traurig, glaube mir. Seon Feen, tödliche Magie. Eine Magie ist auch für dich tödlich, nicht wahr? Du wärst daran selbst fast verbrannt. Ich wollte nicht, dass du stirbst. Danke, Nuri. Und was jetzt? Warum dienen diese bösen Feen dem Seher? Er muss sie verzaubert haben. Und jetzt lass das Thema sein. Ich werde sonst auch noch ganz traurig. Okay. Wie geht es dir? Ich bin traurig, dass Isida fort ist. Hoffentlich finden diese Schrecken bald ein Ende. Darum suchen wir den Feenforscher, um zu verhindern, dass noch Schlimmeres geschieht. Wir benötigen genug Ausrüstung, bevor wir weiterreisen. Das ist in Ordnung. Ich kann etwas Ruhe gebrauchen. Gut. Ja. Lass uns später weiterreden. Wir müssen nur sehen, wo wir die herbekommen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das waren Feen? Oder verstehe ich da jetzt was falsch? Also diese Kreaturen meine ich? Ein Schmetterling. Aussichtslos, mein Junge. Ja. Grummel. Oh. Ein was bitte? Schellenstab. Was haben wir hier denn noch? Ich nehme einfach alles mit. Ja, das ist bestimmt sinnvoll. Glaube, ich weiß nicht genau. Ich bin mir gerade nicht so sicher, was wir hier vorhaben. Nie wieder wird die Puppenspielerin diese Geschichte erzählen. Und ich bin schuld. Vielleicht bringe ich wirklich Unglück. Ja, das wohl nicht. Das ist ja Schwachsinn. Kein Mensch bringt Unglück. Trommelschläger. Was soll ich denn damit jetzt anfangen? Aber mit den Puppen kann ich immer noch nicht anstellen, ne? Nee. Okay. Habe ich alles? Mal gucken. Aber glaube ich schon. Muss ich denn da rein? Nicht laut genug, um da drin jemanden zu wecken. Ach so. Da. Nicht laut genug. Nein. Okay. Also wir brauchen was Lautes. Bisschen laut hier. Das bringt nichts. Weiß ich nicht. Wir haben keine Ahnung, ich habe nichts Lautes. Muss ich hier, kann ich was verbinden? Ach was, das führt zu nichts. Ja. Mecker. Vielleicht. Nein. Nein. Das lasse ich lieber. Okay. Mir fällt dazu nichts ein. Ja, mir auch nicht. Scheiße. Ach, da geht's ja noch weiter. Wann gehen wir weiter? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo dieser rote See liegt. Zudem, ohne gute Ausrüstung überleben wir in den Blutzinnen keine zwei Tage. Okay, da geht es nicht weiter. Was ist denn, wenn ich mit dir nochmal rede? Herr Ritter Zornbold. Was ist los, Junge? Was ist das für eine Glocke im Turm? Das ist eine Sturmglocke. Beim großen Orkensturm, als der alte Wendolin noch König war, wurde sie geläutet.
um die Holzfäller der Umgebung vor den einbrechenden Horden zu warnen. Glaub mir, Junge, die holte jeden aus dem Schlaf, als sie noch zu gebrauchen war. Okay. Rondra mit euch, Herr Ritter. Und mit dir. Ja, ja. Mit euch allen? Okay, keine Ahnung. Sonderbare Vorrichtung. Sonderbare Vorrichtung. Mit einem schnöden Glockenseil gibt sich der Hofbesitzer eben nicht zufrieden. Das scheint aber noch nicht zu reichen. Das Rad drehen kann man auch nicht. Irgendjemand hat die Kurbelstange entfernt. Aha, okay. Was ist denn hiermit? Als Kurbelstange viel zu dünn. Oh. Und damit? Passt genau. Dann leg los. Aufstehen! Feuer! Feuer! Mordio! Oh Gott, der Arme. Die Orks stürmen! Was macht ihr alle noch hier? Verschwindet, bevor die Schwarzpelze hier sind. Da hast du dich aber foppen lassen, Herr Zwerg. Der Junge hat die Glocke geläutet. Da kommen keine Orks. Was? Was geht denn in deinem Spatzenhirn vor, Junge? Läutest Alarm ohne Grund und reißt einen ehrlichen Zwerg aus seinem warmen Sessel. Ich fasse es nicht. Wir wollten nur... Ihr hattet nicht geantwortet. Ach, lass gut sein. Aber gewöhn dir gleich mal das förmliche Geschwätz ab. Wer bist du überhaupt? Ich bin Geron aus Andergast. Aus Andergast? Wie der da? Na schön. Mein Name ist Gram, Sohn des Grandolin. Und das hier ist Grams offenes Haus. Offenes Haus? Was willst du, Geron aus Andergast? Ich möchte Ausrüstung. Wir brauchen Ausrüstung und Proviant für den Weg. Also ein gutes Seil, Decken, Wasser. Ausgezeichnet. Das macht dann ein Goldstück. Was? Das ist viel zu teuer. Bei Fex und Angrosch. Was hast du erwartet? Glaubst du, der Krempel wächst hier unter den Steinen? Zu teuer? Ich fass es nicht. Aber... Frag nochmal, wenn du Geld bei dir hast. Ach nö. Ich verkaufe dir das Pferd und den Wagen. Nein, lass nur. Ich mache mir nichts aus diesem Viehzeug und den mit sich rumschleppen. Entschuldigung, ich musste eben kurz husten. Ich hoffe, ich vergesse nicht, das rauszuschneiden. Streit mit Ritter, Feenfrischer. Wir suchen einen Gelehrten, der sich in den Blutzinnen aufhalten soll. An einem roten See. So ein Verrückter? Da ist einer hier durchgekommen. Wollte alles Mögliche bei mir kaufen. Lauter exotisches Gerümpel. Weißt du, wo genau ich ihn finden kann? Ja. Ich sage es, wenn dir eine Gegenleistung dafür einfällt. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Da siehst du es, Junge. Der Zwerg ist ein Knauser. Zieh endlich ab und hüte deine Schweine. So viel dazu, dass du ehrlich bist, ne? Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht, wo der Kerl ist. Ach du. Na, ich verkneif's mir. Was ist das eigentlich für ein Streit zwischen dir und dem Ritter? Ich weiß nicht, was du meinst. Der Ritter sagt, du hast sein Pferd vergiftet. Ja, und das hat er auch. Halt die Klappe, Zornbold! Ha! Also lügt der Ritter? Pass auf, Mensch. Ich glaube nicht, dass dich das was angeht, also... Ist dir schon gut. Ich lass dich wieder in Frieden. Na, der ist ja reizend. Das ist ja ganz toll. Keine Ahnung. Quatsch ich mit dir nochmal? Herr Ritter Zornbold. Was ist los, Junge? Ich verkaufe euch das Pferd für ein Goldstück. Der alte Klepper ist doch höchstens ein halbes wert. Und damit wärst du noch gut bedient, Junge. Abgemacht? Nein, wir brauchen ein Goldstück. Also, mein Angebot steht. Was, Zunuri Ausrüstung? Dann müssen wir ohne Ausrüstung weiter, Nori. Aber ich dachte, ohne können wir nicht weiter. Mit nichts am Leib in die Blutzinnen zu gehen?
Das wäre blanker Unfug. Aber wir haben kein Geld und ihr gebt uns nicht genug für das Pferd. Ha! Zu Nuri sitzen fest, zum Ritter Hilfe für Nuri, zu Nuri dunkle Kreaturen, Nuri an zu Hause erinnern. Was soll mir das jetzt bringen? Kann ich hier was falsch machen? Ich meine, irgendwie geht's ja immer weiter, aber... Wollt ihr denn Nuri nicht helfen, Ritter Zornbold? Sieht, geht es ihr doch gut. Wobei sollte ich ihr helfen? Tja. Was deine Freunde zu Hause jetzt wohl machen? Wieso? Na, sie sind doch ganz allein und vermissen dich sicher. Ganz allein? Frau Grimbald, wir müssen zurück und sie holen. Nein, wir können jetzt nicht umkehren. Willst du den Kreaturen direkt in die Arme laufen? Wir müssen den Feenforscher finden. Er wird uns helfen und dann holen wir auch Frau Grimbald und den Rest. Frau Grimbald. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir Nuri zum Heulen bringen sollen oder sowas in der Art, um den Ritter zu erweichen. Wenn wir nicht bald weiterkommen, holen uns die dunklen Kreaturen wieder ein. Ich fand sie nicht sehr dunkel. Sie waren nur traurig. Sie haben Isida getötet. Und beinahe wären wir dran gewesen. Ich dachte, sie sind ein bisschen wie ich. Nein, ganz sicher nicht. Nee. Der Ritter hat schon recht. Mit leeren Taschen kommt man in der Wildnis nicht weit. Wir sitzen hier erstmal fest. Und können nicht zu Frau Grimbald. Oh. Sei doch nicht traurig, Mädchen. Das kann ich gar nicht vertragen. Siehste, das war ja auch Plan. Wollt ihr denn Nuri nicht helfen, Ritter Zornbold? Ach. Was hat sie denn? Sie ist traurig, dass wir nicht weiter können. Was kann ich denn für dich tun, Nuri? Frau Grimbald. Wie kann ich helfen? Na also. So. Ritter kauft Ausrüstung, ein Goldstück. Für das Pferd versuchen wir es mal. Helft uns mit einem Goldstück aus, Herr Ritter. Ein halbes für das Pferd und ein halbes, damit Nuri wieder lacht. Da hast du mich aber, Junge. Für das Lächeln einer Schönheit ist mir kein Gold der Welt zu schade. Hier, nimm. Hab Dank, Herr Ritter. Ja, sehr schön. Dann können wir bald weiter? Ja. Und Frau Grimbald muss nicht mehr lange warten. Ja, so gefällst du mir, Mädchen. Willst du nicht doch bei mir bleiben? Nichts da. Christi nicht. Unsere Nuri. So. Hier, jetzt gib uns Ausrüstung. Was willst du? Meine Ausrüstung. Hier ist das Geld für die Ausrüstung. Wunderbar. Hier hast du den Krempel. Die Qualität ist ausgezeichnet. Ein guter Kauf. Das will ich hoffen, Zwerg. Ich will dir noch einen Rat geben. Wenn ihr in die Blutzinnen aufbrecht, dann schleppt nicht zu viel mit euch rum. In den Bergen spürt man schnell jede Unze auf den Knochen. Ja, das weiß ich. Ja, dafür will er ja auch eine Gegenleistung, ne? Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht, wo der Kerl ist. Ich lass dich wieder in Frieden. Achso, das ist unsere Ausrüstung. Feuerstein und... Okay. Keine Ahnung, was soll ich dir denn anbieten? Ritter Zornbold. Was ist los, Junge? Rondra mit euch, Herr Ritter. Und mit dir. Ja. Auf jeden Fall. Ich komme nicht ran. Ja, wie komme ich denn da ran? Ich weiß noch nicht mal so genau, was ist das? Ein Bärenstrauch. Das ist ja viel zu weit weg. Hör mal. Nee, hier geht Lass auch nichts. Lass uns später weiterreden. Hier, willst du die? Dieses Bartmittel kann ich dir anbieten. Das ist ja durchsichtig. Ein schwarzer Bart braucht blauen Glanz. Und den verleiht ihm bereits mein Jenbacher Bartblau. Jenbacher Bartblau, sehr schön. Willst du den eintauschen? Dieses Stück Holz? Ach, Menno.
Nimm! Was soll er damit? Ja, was weiß ich denn? Wie er das sagt. Was soll er damit? Völlig entsetzt. Wie komme ich darauf? Ich weiß es nicht, Geron. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Zwerge wollen. Ernsthaft? Gib gut darauf Acht. Ich habe es selbst gedreht. Ja, das ist echt gedreht. Das finde ich total toll. Ich weiß nicht. Was ist das? Hey, lass die Pfoten von meinem Jenbacher Bart blau. Glaubst du, mein Bart pflegt sich allein von Luft und Dunkelheit? Lass dem Gecken bloß das Zeug, Junge. Das ist sein Ein und Alles. Aha. Kann ich das kaputt machen? Ich weiß es ja nicht. Sehr schön. Was? Nein. Bei Angrosch und allem Bartgetier, mein schönes Jenbacher Bartblau. Wer ist das gewesen? Vielleicht hat dich Angrosch selbst für deine Eitelkeit bestraft, Herr Zwerg. Was wird mein Bart nur dazu sagen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich glaube, ich beende hier jetzt erstmal den Part. Ich weiß mal wieder nicht, wie lange er geworden ist. Ich muss mir echt mal angewöhnen, eine Uhr hier irgendwie aufzustellen oder so. Ich habe hier leider keine. Beziehungsweise mein Handy vor mir liegen zu haben. Ja, und vielleicht können wir ihm dann ja im nächsten Part die Zinnflasche andrehen. Schauen wir mal. Ich danke euch fürs Zusehen, wenn ihr mit. Bis zum nächsten Mal.